einfach unten auf Abonnieren drücken und am besten auch aufs... Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute 4 DIY-Ideen, die wir mit dem Cricut Maker und Cricut Joy für Ostern umsetzen können. Dieses Video heute passiert in Kooperation mit Cricut und ich denke, die meisten von euch kennen Cricut mittlerweile. Das sind intelligente Schneidemaschinen. Ich habe hier den Cricut Maker 3 und den Cricut Joy und wir werden damit heute Papier bemalen und schneiden. Wir werden Folien schneiden, wir werden Falzen und Stoff schneiden. Die können aber noch ganz, ganz viel mehr. Ich verlinke euch Cricut auf jeden Fall unten mal in der Infobox. Da könnt ihr dann alles auschecken und euch in das Cricut-Universum ein bisschen einlesen. Ansonsten gibt es hier natürlich auch ganz, ganz viele Cricut-Anleitungen für euch. Ich habe heute 4 richtig coole Projekte für euch. Und zwar machen wir einmal so eine kleine Osterei-Banderole mit dem Cricut Joy. Die gehen super, super schnell. Dann zeige ich euch richtig coole Osterkarten mit einer eingebauten Drehmechanik, die ich mir selber ausgetüftelt habe, was richtig, richtig cool ist. Da guckt oben dann so ein kleiner Hase raus. Dann werden wir uns mit dem Thema Fensterbilder für Ostern beschäftigen. Da habe ich auch eine sehr, sehr coole Idee mit Adhäsionsfolie, wo ich ja gerade so ein bisschen den Spleen für habe. Und die 4. Idee sind meine Hasenbeutel, die ihr vielleicht schon kennt, mit süßen Iron-On-Gesichtern. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da habe ich noch einen kleinen Rabattcode für euch. Wir legen jetzt mal direkt los mit der ersten Idee und zwar mit den kleinen Eierbanderolen, die wir ganz schnell mit dem Cricut Joy machen können. Ich habe euch für dieses DIY ein Projekt im Cricut Design Space fertig gemacht. Die ganzen Links zu den Materialien heute und zu den Projekten findet ihr natürlich auch wie immer unten in der Infobox. Ihr könnt das Ganze hier natürlich auch mit dem Cricut Explorer und dem Cricut Maker umsetzen, das ist überhaupt kein Problem. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit der Anleitung. Was ich hier an Material verwendet habe, ist mein Cricut Joy, die Light Grip Schneidematte in Lang, feste Papierreste, einen Cricut Joy Stift in Schwarz, Klebeband und Eier. Das Projekt findet ihr bei mir im Design Space und ich starte damit, dass ich mir die Papiere schon mal grob zuschneide mit 7,5 x 17 cm. Ich mache hier direkt 2 Eierbanderolen, deswegen habe ich hier auch 2 Papiere. Das klebe ich dann auf die Light Grip Schneidematte. Bei Papier nimmt man immer die Light Grip Matte. Als Material stelle ich Cardstock ein und dann kann es auch schon losgehen. Zuerst muss der Stift eingesetzt werden und der Joy zeichnet das süße Hasengesicht. Danach wechsle ich auf die Feinschnittklinge und die Form wird geschnitten. Ja, und das war's schon. Das ging jetzt sehr schnell. Beim Abziehen unbedingt die Matte vom Papier abziehen und nicht andersrum, da sich das Papier sonst rollt. Wickelt die Banderole anschließend um ein Ei. Dabei liegt die Seite, die vom Gesicht kommt, bei der Überlappung oben. Merkt euch die Position und klebt das Ganze hier mit Klebeband fest. Und fertig sind die süßen Eierbanderolen. Was ihr natürlich zusätzlich noch machen könntet, ist hier den Namen drauf zu schreiben. Dann kriegt jeder seine eigene wiederverwendbare kleine süße Eierbanderole. Wir machen uns auf den Weg zur Idee Nummer 2. Und zwar sind das Osterkarten bzw. eine Osterkarte. Und ich habe mir hier wieder was Besonderes ausgetüftelt, nämlich so eine kleine Drehmechanik. Da steht drauf, frohe Ostern, du Hase. Und wenn man dran dreht, kommt oben ein kleiner Hase raus. Und ich finde es sehr, sehr niedlich. Und die Mechanik ist ziemlich cool. Ihr könnt das einfach mit solchen Musterklemmen umsetzen. Diese Variante ist jetzt hier für den Cricut Maker. Mit dem Explorer müsste es auch gehen. Für den Cricut Joy ist es leider zu groß. Ihr könntet es wahrscheinlich stückeln und irgendwie zusammenkleben. Dann würde das auch gehen. Was ich euch aber empfehlen kann, ist mein DIY von vor 2 Jahren. Da habe ich nämlich richtig coole Osterkarten für den Cricut Joy gemacht mit kleinen Häschen, die man aus der Karte rausnehmen kann und dann als Osteranhänger nutzen kann. Ich verlinke euch das Video dazu an dieser Stelle. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg zur Anleitung für die Karte mit der kleinen Drehmechanik für den Osterhasen. Los geht's!
Was ich an Material verwendet habe, ist mein Cricut Maker 3, die Lightgrip Schneidematte, meine Feinschnittklinge, die ich nur für Papier nutze, einen Stift für den Cricut Maker in Schwarz mit einer 0,4er Spitze, das Doppelfalzrad, weißes und buntes Fotokartonpapier, 3 Musterklemmen, Kleber und Washi-Tape. Das Projekt findet ihr bei mir im Design Space und ich habe direkt mal losgelegt. Los geht es bei mir hier mit Weiß und ich brauche den Stift und die Feinschnittklinge. Erst wird das Motiv gezeichnet. Das hier wird also die Vorderseite der Karte und der kleine Hase oben. Danach schneidet der Maker. Es empfiehlt sich übrigens, eine Feinschnittklinge zu haben, die ihr nur für Papier nutzt und eine weitere, die ihr nur für Folien nutzt. So bleiben sie jeweils länger scharf. Wartet nach dem Auswerfen einen Moment, bis der Stift getrocknet ist und zieht dann wieder die Matte vorsichtig vom Papier ab. Das sieht doch schon mal mega niedlich aus. Weiter geht es mit dem Kartenkörper. Den mache ich hier in Blau. Stift brauche ich jetzt nicht mehr und ich setze das Falzrad ein. Er falzt dann hier nur ganz schnell 2 Linien und danach wird hier die Feinschnittklinge eingesetzt. Als letztes noch die Schrift. Hier nutze ich Smart Dicker Paper. Das kann ich auch ohne Matte verwenden, weil es ein Smart Material ist. So, alles fertig geschnitten. Dann bauen wir die Karte mal zusammen. Zuerst habe ich das Wort Ostern vorsichtig vom Trägerpapier abgenommen und auf das Offset aufgeklebt. Ich bin jetzt schon mega hyped, wie cool das aussieht. Das klebe ich jetzt noch auf die Vorderseite und damit ist die dann auch schon mal fertig. Jetzt wird das große Kartenteil gefaltet. Eine Seite nach vorne und die andere nach hinten. So, dann kommen die beiden Kreise. Steckt eine Musterklemme durch das Loch in der Mitte bei dem Kreis mit 2 Löchern. Klebt den anderen Kreis oben drauf, so dass die Löcher hier genau übereinander sind. Als nächstes verbinden wir das lange, schmale Rechteck mit dem Kreis mit einer Musterklemme. Die könnt ihr auf der Rückseite auch schon auseinanderbiegen und ich habe das Ganze hier noch an beiden Seiten mit einer Zange etwas gekürzt, so dass man das Rechteck problemlos rumdrehen kann. Jetzt wird noch der obere Teil mit dem Hasen durch eine Musterklemme mit dem Rechteck verbunden. Der Hase liegt dabei hinten. Ich habe die Musterklemme hier noch mit etwas Tape fixiert. Bringt das Ganze jetzt mit der mittleren Musterklemme vom Kreis am Loch der Karte an. Dreht die Karte um, so dass die Mechanik unten liegt und klebt jetzt die fertige Vorderseite auf dem linken Teil der Karte auf. Jetzt müssen nur noch die Seiten zugeklebt werden. Ich habe hier erstmal mit Washi-Tape probiert, aber das hat mir dann nicht so gut gefallen, deswegen bin ich hier auf normales Klarsichtklebeband umgestiegen. Und jetzt den Mechanismus ausprobieren. Tada! Ich bin so froh, wie gut das geklappt hat. Ich musste nicht mal die Datei irgendwie nochmal anpassen. High five, Brain! So, ihr könnt die Karte jetzt so lassen, als Klappkarte nutzen. Dann sieht man eben die Musterklemme. Oder ihr klebt auch die andere Seite noch zu. Dann habt ihr quasi eine Postkarte. Oder ihr klebt das dann wiederum oben auf eine Klappkarte obendrauf. So, und die Karte ist fertig und ich finde, sie ist mega cool geworden. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle, wenn du neu auf dem Kanal hier bist, würde ich mich mega freuen, wenn du mich abonnierst und auf die kleine Glocke drückst. Hier gibt es nämlich ganz, ganz viele kreative Ideen, zum einen zum Thema Cricut, aber auch zum Nähen und mit ganz vielen kostenlosen Vorlagen. Und ich würde mich freuen, dich hier mit an Bord zu haben. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur dritten Idee und zwar zu einem osterlichen Fensterbild. Wer mir auf allen Plattformen folgt, weiß, dass ich momentan so einen kleinen Spleen für Adhäsionsfolie habe. Und das ist selbsthaftende Folie, die quasi keinen Kleber hat
und von alleine an glatten Oberflächen klebt, wie zum Beispiel am Fenster. Ich habe damit eine Hochzeitstür gestaltet für eine gute Freundin von mir. Ich habe damit zusammen im Livestream mit Suse gearbeitet, wo wir so einen frühlingshaften Ast gestaltet haben. Und jetzt hatte ich noch eine richtig coole Idee, und zwar wollte ich einen Osterkorb gestalten, den man ans Fenster bappen kann, und verschiedene Ostereier, die man dann da reinlegen kann. Und die Idee war so ein bisschen, dass man diese Ostereier an verschiedenen glatten Oberflächen im Haushalt verstecken kann, und wenn das Kind oder der Mann oder der andere, was weiß ich, diese Eier findet, darf man sie dann ins Körbchen packen. Und ich fand die Idee, so ein Eiersuchspiel-Fensterbild, ganz niedlich. Und wie gesagt, das hält von alleine. Ihr könnt es auch wieder, immer wieder neu positionieren, und damit ist das Ganze natürlich auch wiederverwendbar. Ich hatte ja vor auch 2 Jahren oder 3 Jahren einen Vinyl-Fensterweihnachtsbaum mit ganz, ganz vielen kleinen Vinylbildern. Und da hatten mich damals ganz viele gefragt, ob man das denn wiederverwenden kann. Und wenn ihr Vinyl, so wie es ist, ans Fenster klebt und das dann wieder abzieht, das könnt ihr leider nicht wiederverwenden. Aber mit der Adhäsionsfolie drunter funktioniert das super. Und die gibt es eben auch von Cricut. Das ist die Cricut Window Cling. Und die ist ein bisschen frosted, also so ein bisschen matt in der Oberfläche. Und ich sage euch, Leute, wenn da die Sonne durchscheint, das glitzert unfassbar schön. Das sieht richtig hochwertig aus. Ist aber mit keiner Kamera, die ich besitze, einzufangen. Ich habe es mehrfach probiert, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Und die Idee ist ja einfach, dass wir diese Fensterfolie mit Vinylfolie obendrauf verschönern. Das heißt, das Motiv kommt via Vinylfolie obendrauf. Ich habe euch das Ganze wieder als Projekt fertig gemacht, und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit der Anleitung. Was ich hier verwendet habe, ist mein Cricut Maker 3, die Standard Grip Schneidematte, meine Feinschnittklinge, die ich für Folien nutze, Cricut Window Cling, also Fensterfolie, Vinylfolie in Beige, Salbei, Weiß, Gelb, Mint und Peach, Transferfolie und Tools zum Entgittern. Das Projekt habe ich wieder, wie gesagt, im Design Space für euch fertig gemacht, und bei mir geht es mit der Fensterfolie los, und ich lasse hier 2 Matten damit zuschneiden. Als Einstellung nutze ich hier direkt Window Cling. Weiter geht es dann mit den verschiedenen Vinylfarben. Ich nehme hier die Einstellung Vinyl glänzend. Erst wird hier weiß zugeschnitten, danach geht es bei mir weiter mit Peach, anschließend folgt Beige, dann geht es weiter in Mint, jetzt kommt noch Salbei und als letztes wird Gelb geschnitten. So, dann wird eine Runde entgittert. Das geht mit der Premium Vinylfolie von Cricut unfassbar einfach. Ich lieb's. Und ich schneide hier immer noch die Ränder ab, und das auch recht weit zurück, und sammle dann die Reste. Das kann ich immer wunderbar bei kleineren Projekten nutzen. So, dann übertragen wir das Ganze mal auf die Fensterfolie. Dafür übertrage ich mir zuerst den Korb auf Transferfolie. Gut festrakeln und dann einmal abziehen. Das kommt jetzt oben auf die Window-Klingenfolie. Die habe ich mit etwas Tape an meiner Unterlage festgeklebt, damit das Ganze auch gut da bleibt, wo ich es haben möchte. Das Ganze jetzt ganz vorsichtig platzieren und dann gut festdrücken, festrakeln und steil abziehen. Es kann helfen, ein Lineal oder einen breiten Rakel an der Kante zu nutzen. Ich benutze das Transfer Tape übrigens mehrfach, und jetzt schneide ich mir nur ein etwas kleineres Stück zu und übertrage mir die weiße Vinylfolie dann auf die gleiche Art. Dafür drehe ich meine Unterlage einfach um und arbeite auf der anderen Seite. Wenn ich damit fertig bin, wieder umdrehen und auch hier weiß übertragen. Anschließend kommt dann noch Salbei. Mein Körbchen ist fertig, und ich habe mir jetzt ein noch kleineres Teil von der Transferfolie abgeschnitten und übertrage mir noch alle Eiermotive.
Tada, fertig! Und ich kann hier schon mal fix mein Motiv zusammenpuzzeln. Und so sieht das dann aus und genau so kann ich das eben dann auch ans Fenster packen. Und fertig ist mein Fensterbild. Wie gesagt, ich finde es eine mega coole Idee, mit den Eiern so ein kleines Suchspiel zu machen. Und ich mag das Fensterbild wirklich sehr. Und ich glaube, ich werde jetzt passend für jede Jahreszeit Fensterbilder mit Windowcling machen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur vierten und letzten Idee, und zwar meinen Hasenbeutel. Das ist eine Nähanleitung, die habe ich vor 4 Jahre, es ist eine Weile her, habe ich diese Anleitung gemacht. Und jedes Jahr zu Ostern kommt die wieder hoch und Leute machen es nach und machen verschiedene Varianten daraus, besticken das Ganze oder bemalen die Sachen. Und ich dachte, das will ich jetzt auch mal machen. Und deswegen werden wir heute die kleinen süßen Hasenbeutel mit Iron-on-Gesichtern machen. Und ich lasse auch den Stoff vom Cricut Maker 3 schneiden. Das kann er nämlich auch. Und bei den Hasenbeuteln ist das auch ein ganz cooles Projekt, weil ihr braucht auch nicht die große Fabric Grip Matte, sondern die kleine tut es hier auch. Der Link zur Datei, damit ihr den Stoff auch schneiden könnt und zum ganzen Projekt, ist natürlich weiter auch unten in der Infobox, wie zu allen anderen Sachen heute. Auch hier ist wieder ein süßes Add-on, den Namen vom Beschenkten mit auf den Beutel zu schreiben. Ihr könnt den zum Beispiel auf die Rückseite schreiben oder unter das Hasengesicht. Alternativ könnt ihr den Stoffzuschnitt vom Cricut Maker auch weglassen und das Ganze entweder vom Maker oder vom Explorer oder eben auch vom Joy machen lassen. Ich verlinke euch unten auch mit das kostenlose Schnittmuster nur für den Hasenbeutel. So, wir legen jetzt mal los mit der Anleitung. Was ich an Material verwendet habe, ist mein Cricut Maker 3, die Standard Grip Schneidematte, die Fabric Grip Matte, ein Rollmesser, eine Feinschnittklinge für Folien, Reste von Iron-On in Türkis, Lila und Gelb. Zwei Stoffe, ich nutze hier Leinenstoffe und einen davon habe ich bereits mit einer dünnen H200 Einlage beklebt. Außerdem braucht ihr Schnur oder Band, die EasyPress Mini und natürlich Nähmaschine und Nähzubehör. Zuerst habe ich meine Stoffe vorbereitet und grob zugeschnitten. Dabei habe ich zwei 30x30 cm große Stücke vorbereitet. Einer davon ist wie gesagt bereits mit Einlage beklebt. Die kommen dann auf die Fabric Grip Schneidematte und werden geschnitten. Bei dem einfachen Stoff stelle ich Leinen ein und beim verstärkten Stoff Leinen bondet. Ich schneide hier mit der Rollklinge, an sich ginge das aber auch mit der Feinschnittklinge für verstärkte Stoffe. Ich lasse meine Schnitte hier jeweils 2 Durchgänge schneiden, dafür einfach nochmal auf Play drücken und nicht auf Auswerfen. Tada! Und das geht auch wieder super ab. Dann noch die Iron-On-Teile zuschneiden lassen. Ich wechsle hier auf die Feinschnittklinge. Ich habe hier teilweise wirklich sehr kleine Reste und kann die hier prima verwerten. So, ich lasse hier erst Gelb zuschneiden. Danach kommt Türkis und als letztes auch noch Lila. Bei den gelben Zuschnitten habe ich mir jeweils in die Oberseite einen kleinen Knips gemacht. Dann weiß ich nachher, welche Seite nach oben gehört und muss nicht so lange überlegen. Dann noch alles entgittern und das Motiv schon mal zusammenpuzzeln. Ich habe mir jetzt die EasyPress Mini auf Stufe 2 vorgeheizt, platziere erst meine erste Lage, achtet dabei darauf, nicht zu weit oben zu sein, weil hier noch das Band kommt. Kleiner Hinweis, mein Motiv ist hier tatsächlich auch noch zu weit oben. Geht ruhig noch mal ein ganzes Stück weiter runter. Backpapier drauf und dann 30 Sekunden lang pressen. Danach warten, bis das Ganze wirklich abgekühlt ist und dann die Folie abziehen. Das gleiche machen wir dann nochmal mit der zweiten Lage und anschließend auch nochmal mit der dritten Lage. Tada, das Gesicht ist fertig. So, jetzt nähen wir den Beutel noch eben zusammen. Leg dafür die beiden Außenstoffteile und die beiden Futterstoffteile jeweils rechts auf rechts zusammen. Näht dann hier die Seiten und Unterkante ab. Lass dabei im Futter an einer Seite eine Wendeöffnung offen. So, wenn ihr etwas mehr Tiefe und Stank möchtet,
könnt ihr die Ecken unten aufklappen, so dass die Nähte aufeinander liegen und euch hier eine 3 cm lange Linie markieren. Steckt euch das überall und näht das Ganze ab. Schneidet dann die Ecken zurück. Wendet einen der Beutel auf rechts und steckt diesen dann in den anderen, so dass die beiden rechten Seiten innen aufeinandertreffen. Steckt dann die obere Kante bündig, steckt hierbei die beiden Nähte an den Spitzen und dann die beiden tiefsten Punkte genau zusammen. Näht dann hier einmal drumherum. Schneidet dann die Nahtzugabe ringsherum ein, vor allem am tiefsten Punkt, das ist wirklich sehr wichtig, und kürzt dann auch oben an den Ohren die Nahtzugabe etwas zurück. Wendet dann den Beutel und formt die Kanten gut aus. Schließt die Nahtzugabe und steckt dann den Futterbeutel nach innen. Füllt den Beutel und bindet ihn oben mit dem Band zusammen. So, mein Hasenbeutel ist fertig und ich finde, er ist sehr, sehr niedlich geworden. Ich habe schon die verschiedensten Varianten daraus mittlerweile genäht. Und ja, das war's mit diesem Video heute. Ich hoffe, die 4 Ideen haben euch gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche Idee euch am besten gefallen hat. Und außerdem verlinke ich euch mal hier eine Playlist zu verschiedenen Ostervideos von mir zum Thema Cricut, aber auch Nähen, Basteln ist sicherlich auch einiges dabei. Da hat sich über die Jahre einiges gesammelt. So, und jetzt habe ich wie versprochen noch einen Rabattcode für euch. Mit diesem Code bekommt ihr nämlich 10% Rabatt auf Materialbestellungen, Zubehör, Vinyl, Papier- und Kartonbestellungen. Ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro und das Ganze ist gültig bis Januar 2024. Also noch eine ganze Weile. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Cricut für die Kooperation in diesem Video. Wir freuen uns sehr, wenn ihr davon was nachmacht, wenn ihr das auf Instagram postet und mich und cricut.de taggt und verlinkt. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Basteln für Ostern. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, happy Basteln. Bald ist Ostern. Tschüss.